lediglich eine gekillt, wenn ich richtig gesehen habe. Das heißt, die Höhle ist jetzt eigentlich gesäubert. Das heißt, in der war nur einer. Das heißt, ich hoffe, die anderen treiben sich in der Nähe herum. Dass wir die Truhe, die wir geöffnet haben, exakt. Vorhin haben wir ein Rudel gesehen, das hier vor der Höhle rumgelaufen ist. Ich hoffe, da ist ein anderer Rudelführer dabei. Ansonsten gehe ich mal etwas weiter da hinein. Auch wenn das nicht so aussieht, als ob da noch sonderlich viel wäre. Eine Flammenbeere ist da noch. Aber sonst ist in der Tat nichts mehr hier. Aber dieses Rudel war vorhin noch hier und das suche ich jetzt. Sonnenkraut gibt's. Ah, da hört man sie ja. Dieser Graue ist ein Rudelführer. Exakt. Ah, da kommt doch schon der andere. Gut, dann haben wir zumindest alle Rudelführer gefunden. Ups. Das sind viele Schokolade. Das wird jetzt ein etwas größerer Kampf, das sehe ich kaum. So. Okay, ich fürchte, wir müssen jetzt doch etwas anderes nehmen, das zu uns nehmen, das Heiltränke. Die Heilpflanzen lieber nicht, denn daraus können wir Heiltränke machen. Dann doch lieber das Sonnenkraut. So, folgt uns mal schön darunter. Denn dort unten sollte der ein wenig leichter zu töten sein, mit Hilfe von Kafa. Und ich glaube, wenn ich richtig sehe, ist das auch der letzte Rudelführer, oder zumindest der vorletzte. Wir haben jedenfalls schon den letzten und den vorletzten gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon zwei gekillt haben oder erst einen. Jedenfalls haben wir schon alle gesehen. Komm, Kafa. Da ist wieder so ein Biest. Ja, Kafa, ich hab's gesehen, ich bin nicht blind. So. Ich hoffe, Kafa schafft es, ihn zu erledigen. Ja, gut, wir haben alle drei Rudelführer gekillt. Du wirst mich nicht mehr belästigen! Wir haben die Rudelführer der Schakale alle erlegt, wie du gesehen hast. Ich habe die Rudelführer der Schakale erlegt. Gut, dann werden wir wohl ein bisschen Ruhe vor den Mistviechern haben. Ich glaube kaum, dass die Schakale sich noch einmal hierher trauen. Du kannst Makas sagen, dass du mir geholfen hast. Gut, dann tun wir das. Jetzt werde ich aber nochmal sichern und wieder versuchen, ihn zu bestehlen. 30 Gold, okay. Wie viel Ruf haben wir jetzt hier eigentlich? 45. Gut, dann teleportieren wir uns jetzt hin. Auch wenn es nur ein kurzes Stück ist, dann bin ich doch zu faul, auch das Stück zu gehen. So, wo war denn der werte Herr? Ich glaube, der war im zweiten Ring rechts. Beziehungsweise wenn wir rauskamen rechts. Also, Schwachsinn, dann ist er hier.
Oder auch nicht. Aber wir können die Wache bestellen. Ich will keinen Ärger haben. Eine Sklaven hat das, glaube ich, wenig Sinn, denn wir haben sowieso nichts. Das ist er nicht. Wie weit bin ich mit den Prüfungen? Ja, genau. Wir brauchen 75 Rufe in Ishtar. Wie ich es mir gedacht habe. Das heißt, wir müssen nicht alle Prüfungen bestehen, sondern lediglich 75 Rufe haben. Und der müsste dann hier gewesen sein. Genau, wir haben Kaffa geholfen. Ich habe Kaffa geholfen. Sehr gut. Dann muss ich ja so schnell nicht mehr zurück. Ich werde Ugrasal sagen, dass du meine Prüfung bestanden hast. Mach hier keinen Ärger, klar? So, was haben wir denn sonst noch für Aufgaben hier bekommen? Die kostbare Schale, das war für den vorm Tor. Die Felle von den räudigen Bastarden. Jemand wird dafür bezahlen. Das kann ich nicht glauben. Okay, Sarkos. Wir sollen dem lieben Asam, das ist hier der vom Tor, die Schale zurückbringen und Sarkos werde ich gegen töten. Und ich teleportiere mich wieder hin vor die Stadttore, weil ich wieder zu faul bin, ihn zu latschen. Da lobt man sich doch diese Teleportsteine. Und der Typ hat gesagt, wir sollen Richtung Norden gehen. Wenn ich mich recht erinnere, dann dort sollte dieser Zarkos oder wie er heißt und die ganzen Löwen sein. Ich werde jetzt sicher aber nochmal in den Questverlauf reinschauen. Irgendwo im Westen. Okay, gibt es ein ganzes Rudel von ihnen. Hier oben. Okay. Dann schauen wir einfach darauf, wo auch die Schakale waren. Vielleicht sind auch da die Löwen. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht genau, wo diese Löwen sein sollen. Okay. Beziehungsweise Zarkos soll die auch bei ihnen sein. Das heißt, wir sollten dann gleich zwei Prüfungen auf einen Streich lösen können. So, Pflanzen gibt es hier wirklich genug. Vor allem diese seltsamen Pilze. Wer auch immer so viele Verwandlungstricke braucht, dass er so viele Pilze braucht. Und das sind Schakale. So, da oben sieht sehr speziell aus nach Lagerfeuer. Und das sieht für mich immer sehr nach menschlichem Leben aus. Okay, es ist kein menschliches Leben, es ist ein Feuer-Atronach. Beziehungsweise Feuer-Golem heißen die hier, wir sind nicht in Oblivion. So, da unten ist eine Ruine. Hoffen wir mal, dass da die Löwen sind. Es ist jedenfalls westlich von Ishtar. Pflanzen gibt es hier wieder genügend, vor allem Kakteen. Ah, da ist eine Höhle. Vielleicht sind da ja die Löwen drin. Erkunden wir sie jedenfalls. Ah, eher nicht, da sind Lurker drin. Na, da gehen wir nicht rein. Da laufen wir lieber noch ein Stück weiter. Wir wollen ja nicht unnötig Leben verlieren, für das hier nicht mal eine Quest ist.
Gut, hier geht's zum Strand. Das heißt, hier scheinen wir dann doch ein wenig falsch zu sein, aber es gibt, glaube ich, keine genauere Beschreibung. Er jagt Löwen oder so. Er hat sein Lager ein Stück weiter im Norden. Wenn du bei dem Brunnen bist, geh einfach geradeaus. Aber folge nicht dem Weg, sondern halte dich an die Bergwand. Wenn du in den Brunnen gehst... Ja, wenn ich bei dem Brunnen bin, geh einfach geradeaus. Also meine, die Brunnen sind hier. Wenn du mit geradeaus, dass ich so weitergehe oder so weitergehe. Gut, da wir von so kommen, denke ich, ich meine hier Richtung Braga weitergehen. Also werde ich das jetzt einfach versuchen. Und ich habe die Ehre, mir dabei zuzusehen. Ich werde das jetzt mal nicht rausschneiden. Nur die Teleportation mache ich vielleicht wieder ein bisschen kürzer. So, also erstmal ab zu dem Brunnen und dann weiter geradeaus, sich aber an die Bergwand halten. Was ich auch denke, ich tun werde. Wir werden halt statt da runter, da einfach geradeaus gehen. So, wenn wir Löwen sehen, dann sollte uns eigentlich klar werden, dass wir richtig sind. Was gibt's da drin? Nichts Besonderes jedenfalls. Ich denke nicht, dass er hier drin ist. Das wäre schon sehr versteckt. Und da ist er auch nicht. Tja, solche spannenden Suchereien habe ich immer offscreen, wenn ihr nicht zuschaut. Das ist immer der spannendste Teil am Spiel. Ich würde es ja schon freuen, wenn wir, wie gesagt, einfach ein Rudel Wölfe sehen würden. Einfach ein Rudel Wölfe. Das würde mich schon ziemlich beruhigen, dass wir hier richtig sind. Ansonsten laufen wir nämlich hier immer weiter auf das Lager von diesem einen Wassermagier zu, den wir gekillt haben. Der war ja auch hier in der Gegend. Der war bei diesem seltsam geformten Berg hier. Ich hoffe, soweit werden wir nicht rennen müssen. Ist jedenfalls wieder ein Zelt. Also gehen wir mal dorthin. Ah, das sieht gut aus. Das sind ein paar Assassinen. Kämpfer, Kämpfer, Kämpfer. Ein bisschen Blut. Da schläft wer, ist das? Das ist Zarkos, gut. Er hat sich da bequem gemacht, warum, anstatt seine Prüfung zu erledigen. Der Löwenjäger. Das ist eine ziemlich gefährliche Gegend hier. Was führt dich her? Ich nehme an Zugangs Prüfung bei. Ich suche der räudigen Bastarde. Taschendiebstahl riskieren. Gut, jedenfalls wieder speichern. Taschendiebstahl riskieren ist für mich immer ein Zeichen dazu, abzuspeichern. So, riskieren wir. 56 Gold, okay. Was kann uns beibringen? Das kann ich tun. Ich verstehe viel. Allerdings... Ja, das ist klar. Ach, dann müssen wir 500 Gold zahlen, um was zu lernen. Sicher nicht. Sagen wir zuerst... wir nehmen an Zubens Prüfung teil. Ich nehme an Zubens Prüfung teil. So? Dann bist du mein Konkurrent und damit ein mögliches Problem. Und Probleme müssen beseitigt werden. Nun wirst du sterben. Okay. So schnell macht er das gleich. Da! 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 Okay, die erstechen uns. Das heißt, wir laden und jetzt werde ich ihn zuerst auf die räudigen Bastarde ansprechen, bevor wir ihn darauf ansprechen, dass wir ein Rivale von ihm sind. Denn das hört er ja, wie gesehen, nicht so gerne.